herzlich willkommen zurück in der Galaxis mit der Magna Föderatio. Wir machen weiter da, wo wir stehen geblieben sind. Die Republik hat sich immer noch nicht für ihr Staatselement entschieden. Hier, denn nachdem jetzt Gnaeus Lurius an die Macht gekommen ist, im Alter von 93 Jahren, der ja schon sehr viel getan hat und den das Volk sehr mag, der allerdings auch sehr kriegerisch und expansionistisch ist, hat sich der Konsul ein paar Gedanken gemacht. Aber er ist sich noch nicht so schlüssig. Was wären denn die Vorteile, die Frage an das Kaiserreich, ein Imperium zu gründen, im Vergleich zu einer Demokratie, was jetzt die direkten Auswirkungen hätte? Nun, erstmal, dass wenn ein Herrscher an die Macht kommt, sie dessen Boni länger haben und dieser Herrscher dann auch neue Eigenschaften entwickeln kann, solange er herrscht. Ich verstehe. Das ist alles? Naja, im Zweifelsfall können sie auch noch eben die Erben halt, die werden natürlich nicht bestimmt, das ist eher die Aufgabe der Diktatur, sondern sie stehen eben fest von vornherein. Also wenn sie immer noch die Möglichkeit haben wollen, ihre Anführer zu wählen, dann wäre die Diktatur vielleicht das Bessere. Oder Wahlmonarchie, wie wir es nennen. Aber gibt es denn da nochmal besondere Boni für das Reich ganz grundsätzlich? Nein, das ist bei keiner Regierungsform der Fall. Außer bei den Handelsgilden. Aha, das ägyptische Reich hat die Operation Battlecry akzeptiert und die Richtlinien angenommen. Sie sind militaristischer geworden. Wir sind nach wie vor am Überlegen, was wir... Oder ob wir doch... Ob wir doch... demokratisch bleiben wollen. Wir sind hin und her gerissen. Zwischen all den Möglichkeiten. Nun aber die Republica Unitatis zu einer Diktatur zu machen, das klingt doch irgendwie nicht sehr erfolgversprechend. Ja, ich habe das Gefühl, der Senat schafft es mit seinem Einfluss, unseren Konsul davon abzubringen. Oh, und das Gaia Nova Baol Habitat ist errichtet. Sehr schön, dann können wir unser auf ominöse Weise gebautes Kolonieschiff genau dafür nutzen. Wunderbar. Nun gut, wir haben jetzt... Richtig, ein künstlicher Planet. Die angesehene Admiralität hinzugefügt. Ah, wir könnten jetzt auch neue Last-Terraforming-Gase machen und neue Mechanik-Terraforming-Stationen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen müssen. Ja, es gibt aber aktuell nichts viel Sinnvolleres. Dann wird das jetzt erforscht. Ich möchte außerdem anregen, dass wir uns mal wieder über eine Föderations-Upgrade-Dingsbums unterhalten. Ein Föderations-Upgrade-Stinksbums. Eine Gesetzesänderung. Ja, was haben wir denn da für Möglichkeiten? Wir könnten die Föderationszentralisierung auf Mittel stellen. Wir sind doch Präsident, wo können wir denn das alles sehen? Mitglieder, Flotte, Gesetze. Ah, Gesetze. Oh, das funktioniert sogar. Was? Das war zu schnell. Um was geht's da jetzt? Wir wissen noch nicht mal, um was es sich hier handelt. Zentralisierung auf der Föderation. Ja, aber was hat das für Auswirkungen? Na, dass wir neue Gesetze verfügen können. Das ist einfach ein Fortschritt der Föderation. Und es gibt keine Nachteile? Nur, dass die Kohäsion erhöht sich schneller, sodass wir mehr Gesandte... ja, wir haben aber nur drei Gesandte und alle sind schon in der Föderation. Oh, die komische Röhre reißt ab. Oh, schade. Und sie haben nichts herausgefunden. Nun ja, sie hat etwas, sie konnte die Forschung des Planeten verbessern, kurzzeitig. Aber leider hat das uns noch nicht allzu viel gebracht. Mal gucken, wo sie als nächstes hingeht. Macht es nicht Sinn, dass jeder zur Föderationsflotte jederzeit Schiffe bauen könnte? Ich glaube, das ist auch so. Nein, es gibt hier ein Gesetz, Bau der Föderationsflotte, entweder jeder oder nur der Anführer. Und was ist aktuell der Fall? Anführer. Okay. Das sollten wir wohl abändern, oder? Ja,
Haben wir jetzt die Föderationszentralisierung erhöht? Ich habe es nicht mehr mitverfolgt. Ja. Sulivanen sind jetzt Präsident. Auf mit Online. Oh, ernsthaft? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist ja traurig. Sollen wir sie integrieren? Bitte. Ja, bitte. So, das kostet 187 Einfluss. Das ist nur nicht. Also, dann schlagen wir es das Gesetz vor: jeder kann für die Föderationsflotte etwas bauen, richtig? Ja. Oh, Ressourcenspeicher voll. Mineralien und Nahrung gleichzeitig. Dann gehen wir mal auf den Markt. So, die Integrierung der vereinten sulivamischen Kolonien wurde eingeleitet. Verdammt, habe ich jetzt... Oh, ich habe die jetzt aus Versehen gekauft. Das war nicht meine Absicht. Das wollte ich eigentlich machen. Oh, Abbau von dunkler Materie. Klimawiederherstellung? Das können wir empfehlen. Ist für Terraforming sehr gut. Dann machen wir das doch mal. Tote Weltanpassung. Zellrevitalisierungszentrum, super Wort. So. Glaube ich erstmal wichtiger. Untertan. Wie lange dauert Ihre Untertan-Integration? Uff, das können wir euch gleich sagen. Könnte. Warte mal, das müsste hier doch irgendwo angezeigt werden. Oh, wir haben schon wieder keine Legierungen mehr. 35 Monate wird das dauern. Dann haben sie wohl zu wenig Legierungsfabriken gebaut, kann das sein? Nun, wir machen plus 100 Legierungen im Monat. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wie viel haben wir? 80. Wir haben diese Röhre jetzt identifiziert. Wir wissen, was das ist. Ein röhrenförmiges außerirdisches Wesen hat den Orbit von Theodosius ohne Warnung oder Erklärung betreten. Es scheint sich ohne Antrieb oder Schubdüsen zu bewegen und gleitet in völliger Stille durch die Leere des Alls, wobei sich seine Zylinder unheilvoll weiterdrehen. Obwohl es keine Anzeichen von Aggression gezeigt hat, antwortet es nicht auf unseren Ruf. Unsere Militärberater warnen davor, dass dies eine erhebliche Bedrohung für die Menschen des Planeten sein könnte und fordert uns daher auf, Neutralisierungsprotokolle in den Weg zu leiten. Unsere Wissenschaftler jedoch plädieren dafür, dass wir von dieser bemerkenswerten Technologie lernen. Wir werden natürlich davon lernen wollen. Unerwarteter Gast. Ich habe nochmal eine Frage. Synthetische Kristallanlage und Kristallminen. Die Kristallminen kostet mir ja gar keine Mineralien. Also macht es nicht Sinn, eher Kristallminen zu bauen? Ja, aber Kristallminen können sie nur auf manchen Planeten bauen. Ah, dann sollte ich die aber dort bauen, wenn ich die dort bauen kann. Genau. Gut. Genau. Gut zu wissen. Mit den Kuratoren in Verbindung setzen, was ist mit dieser ominösen Zerbrochen? Wir haben nur einen Teil ihrer Übertragung verstanden. Sie wollen sich mit den Kuratoren in Verbindung setzen. Was es mit dieser Todesbrut auf sich hat, ob wir sie möglicherweise mit unserer Flottenstärke schon vernichten. Mit welchen Kuratoren? Wo befinden die sich? Mit den Forschungskuratoren, dem Kuratororden. So, trotz umfangreicher Untersuchung stellen uns der rätselhafte Speicher und seine Herkunft weiterhin vor Rätsel. Obwohl er definitiv nicht organischen Ursprungs ist, ist er auch nicht wirklich eine Maschine. Es scheint hauptsächlich mit dem Sammeln, Speichern und Kodieren von Daten beschäftigt zu sein. Seine Oberfläche ist mit Hunderttausenden von winzigen Kratzern und Dellen bedeckt, in denen wir Spuren einer Substanz gefunden haben, die unserer Galaxie fremd. Könnte es sein, dass uns mit diesem Ding etwa eine außergalaktische Spezies ausspioniert? War das jetzt dieses Ding, was weggeflogen ist? Die Röhre, ja. Ah. Das können wir Ihnen nicht sagen. Unsere Flotte wird in den Kampf gehen. Ach, Sie wollen da jetzt allein in den Kampf? Wo ist denn Ihre Flotte aktuell? Wir haben eine Flottenstärke von 40.000. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Das ist wirklich eine ordentliche Flotte. Wie viel haben wir mittlerweile? Das Problem ist, unsere Flotte ist überall verteilt. Dürfte ich mal erfragen, wie viele Konsumgüter Sie beide jeweils produzieren? Minus 37. Konsumgüter? Ja. Plus 80. Ja. Aber wir haben 20.000 Konsumgüter auf Vorrat. Ja, wir auch, aber trotzdem minus 52. Und wir werden jetzt auch noch unseren
Robotern Bürgerrechte geben, deswegen werden wir. Braucht die Republika möglicherweise Konsumgüter? Ja, gerne. Wie wir gesagt, auch. Wir machen sehr viel Minus. Ja, aber wir machen mehr Minus. Selbst wenn die Republika minus 30 macht, wir machen minus 60. Was auch immer das damit auf sich hat. Vielen Dank. Ich hoffe, die Republika wird sich eines Tages erkenntlich zeigen für die vielen Gefallen, die wir ihr erweisen. Natürlich. Wir bauen ja unser Militär sehr stark aus. In der Stunde der Not werden wir immer zur Verfügung stehen. Forschungsinstitut. Ja, das macht hier keinen Sinn. Auf allen Planeten sind die Konsumgüterjobs vollständig belegt. Und es reicht. Wir haben unsere fünften Traditionsbaum voll. Oh. Welchen Aufstiegsvorteil sollen wir nehmen? Wir wissen es nicht genau. Ja, eine gute Frage. Der Weltenformer würde sich anbieten, aber wir haben ja bereits die Möglichkeit, unsere Welten zu Gaia-Welten zu machen. Nun, wenn Sie auch auf die Militärstärke setzen wollen, wie die Republika, würde ich Ihnen auch die galaktische Macht empfehlen. Was natürlich auch interessant wäre, wäre galaktische Anwärter. Das würde unsere diplomatische Bedeutung um 20% erhöhen. Daran habe ich auch schon gedacht. An Gefallenen, Erweckten, Reichen und an Torbauern plus 33%. Oder Beherrschung der Natur. Klingt auch sehr interessant. Es gibt zwei Distrikte zusätzlich auf jedem Planeten. Und wir verstehen aktuell unsere Mitreiche ganz schlecht, weil uns immer ins Ohr gebrüllt wird, Wessels upgraded. weil wir so viele von unseren Stationen aktuell verbessern. Ja, da müssen Sie Ihre Berater mal ein bisschen ruhiger stellen. Das haben wir bereits getan, aber es hilft wenig. Da wir einen sehr männlichen Tiefen. Und wir haben jetzt bei einer archäologischen Stätte einen merkwürdigen Asteroiden. Das Öffnen des Tresors hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Darin enthalten ist eine esoterische Sammlung von Gegenständen, die von Müll bis zu möglichen Artefakten eines vergessenen Imperiums reichen. Es hat etwas gedauert, alles zu sortieren, aber wir haben ein paar nützliche Dinge finden können. Amöben, Brutprogramm und kleinere Artefakte. Interessant. So, wie weit ist der Ausbau von, diese ganzen Blocker zu entfernen, dauert so ewig. Oh, eine Ethikänderung. Xenophiler wurden die unaussprechlichen Wesen. Wir haben leider nicht so gute Beziehungen mit diesen. Die sind sogar mittlerweile feindlich. Ja, wir haben uns gegenseitig rivalisiert. Das ist auch nicht verwunderlich. Es gibt aber auch Grenzkonflikte. Vor allem wir mögen sie nicht wegen Grenzkonflikten. Aber wir haben mittlerweile so viele Planeten. Ihr braucht euch echt nicht beklagen. Ja gut, sie haben wahrscheinlich wirklich noch mehr. Wir haben 12, 14, 15, 21, 23, 24. Okay, dann zählen wir mal durch. Okay, wir haben 18. Aber wir kolonisieren ja noch weiter. Wir haben 9. Wir bauen Habitate aktuell über jedem einzelnen Planeten im Gaia-System. Ja gut, das können wir nicht. Wenn wir die Solivarm integrieren, haben wir 13 Planeten. Gibt es nicht irgendwo Möglichkeiten, unsere Nahrung wegzubekommen? Also... Das ist doch. Sie können sie verkaufen. Ja. Für Energiecredits und mit den Energiecredits was anderes kaufen. Stimmt, ich könnte diese Teilchen mir. Ja, stimmt, die brauche ich ja sowieso. Der Marktplatz. Gute Idee, sollten wir auch mal tun. Oder die ewige Wachsamkeit wäre auch ein toller Aufstiegsvorteil. Schaden Sternenbasen plus 25%, Rumpfstärke Sternenbasen plus 25%, Schaden Plattform plus 25% und 5 zusätzliche Plattformen. Auf das Maximum für jede Sternenbasis. Das klingt nicht übel. Damit wären unsere Sternenbasen uneinnehmbare Festungen. Das ist richtig, ja. Vor allem in Bezug auf die Singularity. Haben Sie doch diesen kalten Krieg, oder? Ja. Gibt es eigentlich ein Limit bei den besonderen Teilchen? Oder kann man da unendlich viele haben?
Nein, ich glaube bei den Spezialressourcen gibt es, glaube ich, einen Maximalspeicher von 1000. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe 2000 mittlerweile. 5000 flüchtige Teilchen. Dann waren es 5000. Von was haben Sie 2000? Allem. Ich meine ich insgesamt. Ach so. Oder meinten Sie jetzt pro Teilchen 5000? Pro Teilchen. Ach so, na dann. Na, also soweit. Wir haben aktuell 5000 flüchtige Teilchen und nochmal ungefähr 1000 wow. von allen anderen zusammen. 1000 flüchtige Teilchen, 200 exotische Gase, 500 seltene Kristalle, 100 lebendes Metall, 100 dunkle Materie, 89 Naniten. Aber das haben wir alles eingekauft gerade. Wir dürften, abgesehen von den Naniten und dem Zoo, bald jede strategische Ressource in der Galaxie mindestens einmal besitzen. Und unsere diplomatische Bedeutung hat sich jetzt mal erhöht durch eine Forschung. Und was haben wir jetzt hier Schönes? Das Schicksal. Aufzeichnungen an Bord der Station zeigen, dass die ehemaligen Bewohner tief religiös waren und keinen Kontakt mit der Außenwelt, die sie fürchteten und verachteten, pflegten. Jeder Aspekt ihres Lebens wurde von einem allwissenden Orakel regiert, das bei der Geburt eines jeden Schicksals bestimmte. Der göttliche Wille hat alles entschieden, von der Wahl des Partners und des Berufs bis hin zu jedem einzelnen Teil des täglichen Lebens, wobei sie wenig individuelle Freiheiten hatten. Die meisten hatten Angst davor, von ihrem bestimmten Wege abzuweichen, da alle, die dies taten, unter mysteriösen Umständen umkamen. Interessant. Eingehende Nachricht der Jess-Inax-Archivisten. Menschheit, als Jess-Inax-Kunde fällt der Zustand eurer Flotten auch auf uns zurück. Und das trifft besonders auf diese primitiven Klötze zu, die ihr Kriegsschiffe nennt. Zu diesem Zweck haben wir uns dazu entschieden, euch ein Geschwader überzähliger Eskortschiffe zu schenken. Wow. Damit ihr die anderen Wilden, mit denen ihr regelmäßig in Kontakt steht, mächtig beeindrucken könnt. Wir haben einige ihrer fortschrittlichen Komponenten durch einfachere Geräte ersetzt, damit ihr euch ihre Bedienung nicht allzu sehr verwirrt. Die restlichen Komponenten haben wir mit Schutzmechanismen versehen. Versucht also gar nicht erst, die Schiffe zu analysieren oder auseinanderzunehmen. Ihr würdet ihr Innenleben höchstwahrscheinlich sowieso nicht verstehen. Okay, danke. Wo sind die? Die würden die gerne an uns anschauen. Im Byzantion-System, soweit ich verstanden habe. Dann schauen wir doch mal nach. Oder? Ja. Direkt über der Ringsektion. Ja, wir müssen wohl erstmal einige bürokratische Dinge ausfüllen, bis wir überhaupt ins Byzantium-System kommen dürfen. So, jetzt sind wir da. Diese zwei Schiffe oder was? Ne, drei? Ne. Ja. Doch. Doch. Diese Begleitschiffe. Direkt. Genau. Die sehen direkt ja aus wie ihre Ringwelt, so grünlich. Ein bisschen, ja. Aber ich vermute, dass... Die sind ja relativ schwach. 2000 Kampfstärke. Ich hätte da jetzt mehr erwartet. Dafür, dass es drei Schiffe sind? Ja, gut. Ich meine, wie viel hat ein Schlachtschiff? Weniger, definitiv. Weniger als 676? Ach so, das weiß ich nicht. Aber, naja. Schauen wir mal kurz nach. Es war ein Geschenk und es liegt uns fern. Natürlich. Ja doch, es ist eine Mischung zwischen Kreuzer und Schlachtschiff von der Kampfstärke. Eher Kreuzer als Schlachtschiff. So, wir haben jetzt hier auch eine Kampfstärke von 15.700 bei der zweiten Legio. Die erste Legio, die hat eine Kampfstärke von 11.000. Da müssen wir mal jetzt noch ein bisschen fleißig rekrutieren. Nur gehen langsam unsere Legierungen uns auch aus. So, jetzt bauen wir hier nochmal ordentlich mit den Legierungen. Achso, wir könnten natürlich auch einfach Legierungen kaufen, daran haben wir gar nicht gedacht. Wir haben doch so viel überschüssige Materialien. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass Roboter in Elysia jetzt Bürgerrechte haben? Roboter haben Bürgerrechte? Ja, schließlich okay. Können wir sie mittlerweile sehr viel besser verstehen, als man vielleicht denkt. So, die Lebenszeit unserer Anführer hat sich deutlich erhöht durch unsere weitere Harmonie, die wir im Lande ausstrahlen. Ein weiteres Ereignis, oh. Verborgene Welten. Das archäologische Team hat eine unerwartete Entdeckung gemacht. Innerhalb
der Stationswände ist ein verstecktes Überwachungssystem integriert, das scheinbar visuelle und auditive Informationen an einen einzigen Punkt innerhalb des Stationskerns geleitet hat. Jemand scheint die Jünger zu jeder Zeit beobachtet zu haben, selbst in ihren privatesten Momenten. An einzigen Orten wurde die Apparatur abgerissen oder sabotiert. An einigen, entschuldigt. In der Nähe des Zentrums befinden sich Anzeichen von Gewalteinwirkung. Es scheint, als hätten die Bewohner irgendwann entdeckt, dass sie ausspioniert wurden. Ja, kurios. Sehr kurios. Oh, das hätte ich fast vergessen. Es ist uns ja jetzt möglich, einen Titan zu bauen. Oh. Das vergessen. Remus als Klassenname. Die Singularity hat ein Migrationsabkommen mit unseren Rivalen geschlossen. Wie lange dauert denn noch die Integration der Vereinigten Solivamischen Kolonien, wenn man fragen darf? 4 Monate. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir eigentlich auch gleich unsere Heimatstation verbessern. Wir müssen sie so oder so verbessern, damit wir einen Titan bauen können. Oh, unsere Konstruktionsschiffe haben schon die ganze Zeit nichts zu tun. Das sollten wir mal abändern. Oh, wir können noch nicht einmal eine Zitadelle bauen. Na, dann holen wir das mal schleunig nach. Vor allem hier oben sind schöne Systeme, die müssen wir uns unbedingt holen. Da wir jetzt im Süden keine weitere Reichsausbreitung haben können, doch hier noch. Einmal ein System. Denn wir halten uns noch von den heiligen Welten fern. Wollten sie nicht eigentlich... Ihr könnt sehr wohl diese Systeme beanspruchen. Ihr dürft nur nicht die Gaia-Welten kolonisieren, haben wir uns sagen lassen. Ah, okay, verstehe. Dann könnten wir das auch noch machen. Trotzdem haben wir einen gewissen Respekt davor, muss ich sagen. Ich habe gesehen, ihre Flotte steht tatsächlich bereit mit 37.000 Kampfstärke. Oh, die Integration ist abgeschlossen. Verlust an Föderationserfahrung? Wie bitte? Minus 25 Gesamtkohäsion? Ja, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt sehr viel mehr dazu beitragen. Oder... sehr viel mehr in der Föderation stehen. Und wie viele Gesandte haben Sie? Wir schauen gerade. 5 von 5, alle sind beschäftigt. Hä, wieso haben wir nur noch 2? Wir hatten vorher 3. Ja, sie waren ja auch Föderationspräsident vorher. Ah, okay. Jetzt ist die Union der Gaianer Föderationspräsident. Beziehungsweise namentlich Spurius Palfurius. Oh Gott, oh Gott. Das wird eine Weile dauern, bis wir das gefixt haben. Sklavenhandel mit organischen Wesen verbieten. Zuerst einmal müssen die Stationen an das Handelsnetz angeschlossen werden. Ja, wir unterstützen da mal die Union der Gaianer. Da dürfen die Gaianer mal fragen, was sind eigentlich Tianqi? So etwas wie Raumwale. Die durch den Raum ziehen und sich von Gasplaneten ernähren. Mir ist übrigens aufgefallen, dass sie an die Singularity so langsam rankommen. Von was her? Von der insgesamten Stärke als Gaianer. Ja, das liegt daran, dass wir zwei Technologien erforscht haben, Xenodiplomatie und Xenobeziehungen, die sie bereits erforscht hatten und die jeweils plus 10% diplomatische Bedeutung geben. Ich verstehe. So, das Minus, das wir durch die Solivam erhielten, ist ein wenig eingedämmt worden. Wir müssen allerdings noch einige Dinge machen, die... Oh, wir können die Reise durch Sterntore erforschen. Das machen wir schon. Cool. Natürlich... Das haben wir, glaube ich, sogar schon, ja. Oder hätte ich das nur machen können? Erst einmal die Planeten umbenannt werden. Wann wollen Sie eigentlich nach Damia? Sollen wir unsere Flotte auch schicken? Wir würden natürlich das System gerne haben. Das passt besser in unseren Raum mit rein. Sagen Sie es offen. Es macht die Grenzen schöner. Auf jeden Fall. Es wird uns irgendwas Seltsames angezeigt. Wir können hier irgendwie nicht fliegen, weil dieses System als eingeschränkt markiert wurde.
Wie können wir das denn wieder als nicht mehr eingeschränkt Gehen Sie markieren? vielleicht in Ihre Flotte und wählen Sie bei Ihrer Flotte, wo, nee, geht das da? Da doch. Flottenhaltung. Vielleicht nicht passiv, sondern Ist auch passiv. vielleicht mal was anderes Ich wollte aber austesten. eigentlich. Probieren Sie ein wenig herum. Wir können übrigens mittlerweile System eine wurde auch Reichsausbreitung von beschränkt gewählt. 641 haben und haben nur 500. Wie können wir denn ein beschränkt. Ich glaube, wir befragen mal das internationale Web nach diesem. Das interstellare Web. Das interstellare Web. Ich kann ja mal schauen, ob ich mit meiner Flotte da reinfliegen könnte. Nein, kann ich auch nicht. Eingeschränktes System. Informationsstufe vollständig. System wurde auf beschränkt gesetzt. Daher betreten unsere Flotten dieses nicht. Ha. Aggressiv? Wie Nee. kann man eigentlich weitere Planeten einem Sektor zuweisen? Weitere Planeten einem Sektor zuweisen. Du gehst auf den Ja. Planeten, wählst den aus und dann gibt's doch hier irgendwie automatisch Sektor oder nicht? Kein Sektor und dann Dann. musst du auf Planeten und Sektoren klicken oder neuen Ach Sektor nee, erstellen. der Sektor hat automatisch alle Planeten erfasst, die ich Ja, umgeben genau. wollte. Er umfasst jetzt ziemlich genau das ehemalige Gebiet der Sulivamen. Das passt doch. Dann haben wir dort jetzt eine Art autonome Teilrepublik. Ja, das Oder passt doch Regierung. dann sehr gut. Je nachdem. So, wo auch immer dieses Forschungsschiff Es hinkommt. geht wieder. Und wie? Haben Sie das jetzt geschafft? Wir haben auf das System geklickt, sodass wir den Stern sahen und haben unten das uneingeschränkt, also das System uneingeschränkt gemacht. Übersicht. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es auch geschafft. Oh, das ist ein großer Moment. Eine Technologie, die wir uns schon lange erträumt haben. Oh, und wir gehen in die Schlacht. Wir gehen in die Schlacht. Okay, dann beobachten wir das. Ei, oi, 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 das beobachten wir jetzt Bild für Bild. Ah, da haben Oh sie. mein Gott. Sie haben nur eine reine Korvettenflotte. Interessant. Ja, und das ist auch mit unserer mit Abstand stärkere Flotte, weil unsere Korvetten einen derart hohen Ausweichenwert haben. Ach so, ich verstehe, aber sie haben nicht mal Schlachtschiffe. Nein, wieso denn auch? Die sind langsam und träge. Die bringen doch keine Militärstärke. Oh, hätten wir das mal vorher gewusst, bevor wir die ganzen Schlachtschiffe bauen. Dann bauen wir jetzt auch nur noch Korvetten. Nun, wir haben eine Kriegsflotte, in der wir große Schiffe bauen. Wow, das war aber jetzt ein bisschen einfach, würde ich behaupten. Oh, hier hagelt es ja gerade so gute Technologien. Zuerst kann das Kaiserreich jetzt das Megabauwesen erforschen und jetzt auch noch die Aufstiegstheorie. Dann noch ein neuer Antrieb. Hier geht's ja richtig ab. Das freut uns. Und Die hier gibt es Wissenschaft läuft auf Eiersplitter, Hochtouren. die wir untersuchen können. Irassianische Bergbaubasis, ja gut, das bringt uns nicht mehr viel, aber das Projekt können wir ja trotzdem erforschen. Naja, möglicherweise gibt es noch eine zweite irasianische Heimatwelt. Oh, meinen Sie? Das wäre Das natürlich ist durchaus interessant. möglich. Bezweifle ich zwar, aber Versuch macht klug. So. Wo sind denn jetzt eigentlich unsere Konstruktionsschiffe gerade? Was meint ihr, sollen wir die Vorherrschaft oder die Diplomatie als vorletzten Traditionszweig nehmen? Vorherrschaft. Wieso? Falls es zu einem Krieg kommen sollte, falls wir die uns nochmal stärker oder gegen größere Feinde verteidigen sollten, wäre Aber wir ihre sind Flotte aktuell bereit. sehr abhängig vom Markt und da würde es noch einmal minus 10% Marktgebühr geben. Wenn Sie Diplomatie wählen. Aber Diplomatie, ja. Oh, am Ende ist es Ihre Entscheidung. Und wir haben einen verfügbaren Gesandten zusätzlich, wenn wir die Föderation skillen. Das ist doch super, das müssen wir machen. Oh, und wir nehmen die Drüsenakklimatisierung als neuen Aufstiegsvorteil. Oh, die Sulivam haben sogar einen minimalen Beiteil zur Föderationsflotte geleistet. Ah, sehr schön, immerhin. Wo fliegen diese ganzen Schiffe hin? Ah, und ich sehe, die Union der Gaianer erforschen auch noch das Gebiet, was wir hier noch besetzen möchten.
Dann können wir ja irgendwann mal uns wieder austauschen. So, und ich werde jetzt hier nochmal fleißig nur Korvetten bauen. Ich würde halt eine Flotte als Eingreifflotte deklarieren und dort nur Korvetten reinsetzen und dann eine Flotte mit wirklichen Großschiffen, die dann hinter der Korvettenflotte aufräumt. Denn Korvetten sind einfach ungleich schneller als andere Schiffe. Ich verstehe. Ja, wir hatten jetzt in einer Flotte auch noch 12 Zerstörer mit drin, aber sie meinen, die sollten wir dann am besten auch noch raustun. Würde ich so machen, ja. Gut, dann haben wir jetzt eine Flotte mit ungefähr 90 Korvetten und dann nochmal eine riesige Flotte mit allem anderen. Aber scheinbar ist unsere Forschung noch nicht so gut, weil die Kampfstärke ist trotzdem nicht so hoch, wie ich es mir gerne oder wie ich es mir gewünscht hätte. So, Schiffe transferieren. Und zwar die Zerstörer bitte. Die Zerstörer einmal nach Solar Roma schicken. Ah, halt, falsche Flotte. Die Korvetten sollen noch hier bleiben. Ah. Was war das jetzt? Legio die erste? Ja, Legio. Legio die erste. Und die Korvetten sollen nach Solar Roma fliegen. So, jetzt haben wir es wieder richtig. Wäre uns sogar schon möglich, diese anderen Ringweltsektion wieder aufzunehmen. Wo brauchen wir dafür noch die Technologie? So, jetzt haben wir hier eine Korvettenkampfstärke von 10.400. Irgendwie mögen sie keine Planeten geschenkt bekommen, oder? Was, Planeten? Oh, da, sie müssen uns das schon sagen, wir sind doch, immer gerne. Wir waren beschäftigt mit dem Bau von weiteren Korvetten. Wir haben auch unsere Forschung ein bisschen außer Acht gelassen. Oh, hier diplomatische Bedeutung. Wir wollen auch endlich bedeutender werden. Wir finden das echt unschön, dass wir so unbedeutend sind in der Welt. 4.700, das ist so viel wie die unaussprechlichen Wesen und etwas mehr als das Darknet. Das ist nicht befriedigend. Oh, jetzt haben wir mit etwas ganz Neuem hier zu tun, nämlich Distrikten auf Habitaten. Was genau baut man denn da? Das muss Elysia sagen, oder? Distrikte auf Habitaten, nun, das ist denen ähnlich, die wir auf unserer Ringwelt haben können. Nur ist das Problem hier, dass die Habitate nur sehr wenig Distrikte haben können und deshalb nicht für eine große Bevölkerung geeignet sind. Okay, interessant. Also ich würde Ihnen anfangs erst einmal Wohnsegmente und vielleicht Handelssegmente empfehlen. Ja, wir bauen aktuell ein Handelssegment, denn wir haben ein wenig Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit hat es bei uns lange nicht gegeben. Nun, auf diesem einen Habitat. Ja, bei uns im gesamten Reich nicht. Oh, wir haben eine eingehende Übertragung von den Chess-Inax-Archivisten. Konsul Gnaeus Lurius, wir haben erfahren, dass in deinem Reich ein Individuum lebt, dessen brillanter Verstand die geistigen Fähigkeiten eurer auf tragische Weise primitiven Spezies bei weitem übertrifft. Die Talente von Vibius Menenius sind für die Republica Unitatis bedauerlicherweise völlig verschwendet, während wir in unseren Archiven immer fähige Wissenschaftler gebrauchen können. Aus diesem Grund bieten wir euch eine einzigartige Gelegenheit, in unsere Gunst zu steigen, indem ihr uns gestattet, ihn in unsere Obhut zu nehmen. Eins unserer Schiffe ist bereits unterwegs, um ihn abzuholen. Also ihr müsst eigentlich nur ja sagen, dann ist alles geregelt. Ihr wollt doch sicherlich uns nicht enttäuschen, oder? Vielleicht kann er da einiges lernen. Wir schicken ihn hin. Nur jetzt brauchen wir einen neuen Forscher. Er wird nicht zurückkommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Was? Verdammt. Wir haben auch einen Wissenschaftler zu den Archivisten geschickt, der bis heute nicht zurückgekehrt ist. Wie traurig. Nun gut, aber ich würde sagen, mit dieser Entwicklung beenden wir diese Archivbotschaft und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.